Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Weiter geht's mit SQL. Ich habe dazu jetzt schon relativ viele Videos gemacht und ja, wahrscheinlich wird das jetzt das allerletzte Video zu dieser Serie werden. Es sei denn, ihr bringt wie immer natürlich noch irgendwelche Wünsche, die ich irgendwie in SQL covern soll. Ja, falls ihr wegen der Anbindung in Java fragt, da schaut ihr euch bitte das andere Video an. Geht einfach auf meinen Kanal und dann Datenhaltung in Java. Gut, falls ich es noch nicht hochgeladen habe, das kommt bald. Okay, also, was ich jetzt diesmal mit euch machen möchte, sind SQL-Funktionen, denn SQL hat auch noch einige eingebaute Funktionen, die eigentlich ziemlich cool sind. Ist ein deutlich einfaches Thema als diese Joins. Ich hoffe, ihr habt die damals einigermaßen, oder was heißt damals, im letzten Video einigermaßen verstanden. Aber jetzt dürft ihr euch ein bisschen entspannen, das ist nicht so schwer. Und zwar, SQL bietet uns einige nette Funktionen, die wir so, ja, die wir eigentlich ganz gut brauchen können. Und zwar haben wir dann zunächst einmal die Average-Funktion, also AVG. Sollte ganz klar sein, was das überhaupt so macht. Da kann man einfach oben in Select zum Beispiel schreiben, Select AVG von, und dann macht es am meisten Sinn, wenn wir über Betrage, warum auch immer Betrage und nicht Beträge, ja, ich weiß, es tut mir leid. Ups, einfach der Konvention wegen from Rechnung, so. Und wenn wir das jetzt ausfüllen, haben wir hier einfach nur eine einzige Spalte, also da kommt dann auch wirklich nur eine einzige Spalte bei raus. Und die nennt sich auch nur C1, also die hat keinen richtigen Namen. Ja, das ist dann halt einfach der Durchschnitt über alle Beträge, also alles, was wir hier drin haben, alle Durchschnitte. Das kann man natürlich auch noch spezifizieren mit where und so weiter und so fort. Aber ich möchte euch nur das Neue zeigen, den Rest dürft ihr dann selber zusammenbauen. Okay, also wir wollen den Durchschnitt über alle Beträge ausrechnen. Das ist jetzt hier relativ ja, unspektakulär, denn ihr wisst, ich habe den Default-Wert überall benutzt und der war ja überall hier einfach nur 50. Gut, also ist der Durchschnitt auch 50. Ja, okay, also der Durchschnitt konnte berechnet werden. Gut, dann können wir auch einfach mal gucken, wie viele Rechnungen haben wir denn überhaupt? Naja, das macht man mit der Count-Funktion. Wer hätte es gedacht? Okay, und über was countet man? Naja, normalerweise über den Primary Key, denn der ist gleichzeitig unique, also eindeutig. Und ja, wir counten einfach da einfach einmal drüber und sehen, okay, wir haben 6 Rechnungen. Diese Count- und Average-Funktion und so weiter, die kann man natürlich auch in der Where-Clause hier benutzen. Also where zum Beispiel where Betrag größer Average Betrag zum Beispiel. Aber das kann man natürlich so nicht ganz machen, denn das liefert mir ja auch wieder eine Liste zurück. Also muss ich hier machen, where Beträge oder halt Betrage größer als, und dann muss ich hier drin machen, Select dem Average von dem Betrage. Ups, das sollte eigentlich klein geschrieben sein. Und dann muss ich hier natürlich noch from Products machen. Products. So. Das ergibt mir jetzt natürlich hier einen Count von 0, wenn ich es richtig gemacht hätte. Ich habe hier 2 Klammern aus Versehen. Ah, halt mal die 2. Da fehlt die Klammer. So, Oh ja. Nicht Product, sondern Rechnung. Wenn man die ganze Zeit in Englisch schreibt, dann ja. Gut, okay. Also wir nehmen uns wir zählen, wie viele Rechnungen haben wir mit Betrag größer dem Durchschnitt. Naja, der Durchschnitt ist 50 und weil alle Beträge 50 sind, haben wir keinen mit echt größer. Wenn wir jetzt hier größer gleich machen, dann haben wir natürlich wieder alle drin. Also so kann man dann natürlich diese Funktion dann auch kombinieren. Bedenkt bitte auf jeden Fall, dass ihr hier immer diese Select-Clause benutzt, damit ihr diese ganzen Dinger hier machen könnt. Gut. So, sagen wir mal, wir haben noch weitere Funktionen. Und deswegen, ja, First ist eine Funktion und die nimmt noch einen Column Name, also First von Customer ID macht da am meisten Sinn. Also, wer war der erste Kunde, der von uns überhaupt ein Produkt gekauft hat? Oh, da schau einer an. Entweder ich habe mich verschrieben oder.
Ach ja, richtig. First und Top sind eigentlich dasselbe. Top kennt ihr ja schon. Ach so, ups. Da fehlt natürlich noch die Custom-ID. So. Ja, gut. Also bei manchen heißt es First, bei manchen heißt es Top 1 und bei manchen heißt es Limit 1. Das kommt alles auf selbe raus. Ja. Gut, wenn wir das Ganze natürlich andersrum haben wollen, wenn wir den letzten Customer haben wollen, dann gibt es bei manchen SQL-Versionen die Funktion Last. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass es bei mir hier funktioniert. Ja, war klar. Wir nehmen hier wieder Top 1. Ups. So. Top 1 und machen dann einfach Order by Customer ID. Und sagen nicht ascending, was default ist, sondern wir sagen descending und nehmen dabei automatisch die letzte zuerst. Gut, ja, es macht Sinn, oder? Okay, dann haben wir hier noch mehrere weitere Funktionen, die ich euch einfach auch mal zeigen wollte. Zum Beispiel Max. Da macht jetzt logischerweise wieder Betrage. Also Beträge hieß es ursprünglich am meisten Sinn. Also der maximale Betrag ist 50 und der minimale Betrag, wenn es ein Max gibt, gibt es auch immer ein Min, ist auch 50. Das heißt, wir können uns gleich mal den Durchschnitt denken. So, dann haben wir aber hier noch was anderes Cooles, was vielleicht interessant werden könnte. Denn wir wollen jetzt zum Beispiel irgendeine Rechnung betreiben. Wir wollen nämlich herausfinden, wie viele Umsätze hatten wir denn in unserem ganzen Jahr. Dann gibt es die schöne Funktion Sum. Das summiert einfach alles auf. Da können wir dann einfach alle Beträge aufsummieren und kriegen dann raus, wie viel wir insgesamt verdient haben. Macht ja Sinn, oder? Ist eigentlich nicht schlecht. Gut. Dann brauche ich jetzt hier tatsächlich mal noch die andere Tabelle, nämlich die Customer-Tabelle. Nämlich UCase. Und dann brauchen wir hier First Name, also irgendwas halt von Customer. So. Und hier haben wir dann tatsächlich jeden Namen in Uppercase. Sogar Nobody ist drin. Den habe ich selber eingefügt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das Programm wäre blöd oder so. Ja, also UCase schreibt einfach alles, was ihr hier in den Dingern haben wollt, in Uppercase. Und wenn wir dann. Achso, bei manchen heißt es übrigens Upper. Also statt hier UCase Upper schreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei meiner Version hier funktioniert. Oh, tatsächlich, es funktioniert auch. Nett. Okay, also wie ihr wisst, ist Datenbanken immer ein bisschen zickig. Wenn irgendwas nicht fu funktioniert bei euch, dann probiert ihr eben die zweite Version davon aus und dann sollte es tun. Oder ihr lasst es einfach ganz raus, weil ihr keine Chance habt gegen eine Datenbank, denn die sind echt zickig. So, L-Case wäre dann das Analoge dazu. Dann nehme ich einfach mal den Last Name. Wie ihr sehen könnt, die kann man hier auch kombinieren. Also man kann hier Average von irgendwas und dann Komma nochmal was anderes. Also dadurch, dass die Klammern haben, ist es eindeutig, auf was sie sich beziehen. So. Ja, zu Upper ist das Gegenteil natürlich nicht Downer, sondern Lower. Ja, macht genau dasselbe, funktioniert sogar bei der Datenbank hier. Cool. Und ja. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Was wir noch brauchen könnten, wäre vielleicht die Länge. Ja, da sagen wir dann einfach Len First Name. Ich lasse das hier mal wieder raus. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. So. Ah, das gibt es bei mir auch wieder nicht. Nett. Okay. Da muss ich mich nach einer Alternative umgucken. Also Len würde theoretisch die Länge von jedem dieser Strings hier ausgeben. Also bei, warte, tut mal kurz, ich muss hier gucken, ob das so funktioniert. Ja, okay, also bei Silvia würde dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 rauskommen. Also eine Tabelle mit 6, 3, 4, keine Ahnung, wie viel das sind, 5, 4 und so weiter und so fort. Ja, Len tut scheinbar bei mir nicht. Da wird es wahrscheinlich wieder irgendeine Alternative geben, von der ich gerade keine Ahnung habe. Bei MySQL funktioniert Len, da habe ich Erfahrung mit. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten.
Funktion, was vielleicht auch noch recht interessant wäre. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das bei mir funktioniert, aber es sollte wohl. Das ist eine relativ wichtige Funktion. Ja, so, da muss man einfach, dieses from ist einfach standardmäßig immer drin. Das hat aber hier tatsächlich keinerlei Bedeutung. Now gibt einfach mal das aktuelle Datum aus, und die aktuelle Zeit sogar mit Millisekunden. Also wir haben hier now. Wir haben heute den 24.02.2015. Ja, ich habe das Video stark im Voraus aufgenommen, da ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt alles zusammenpacke. Ich nehme an, ihr werdet das in ungefähr 8, 9 Tagen zu sehen kriegen. Gut. Und 15.45 Uhr haben wir. Ja, es ist schöner Mittag und ich habe gerade frei, weil ich endlich mit meinen Prüfungen durch bin, zumindest für den ersten Teil. Gut. 19 Sekunden und 200. 23 Millisekunden. Und wenn wir jetzt das nochmal machen, dann haben wir ja schon eine andere Zeit und da kommt immer was anderes raus. Also ihr seht das, ja, gut. Das kann man dann zum Beispiel als Default-Wert, also ganz gerne mal benutzen, wenn man ein Date-Time-Value einfügt. So, jetzt stellen sich wahrscheinlich noch viele von euch die Frage, warum lade ich nicht sofort alle Videos hoch, weil ich euch nicht in neuen will. Es gibt jeden Tag ein oder zwei Videos, mindestens eins, maximal zwei. Und wenn ich da mehr machen würde, dann würden sich wahrscheinlich viele von euch denken, spam nicht so mein armes Postfach zu, ich gucke dich eh nicht den ganzen Tag an. Ich habe auch noch anderes zu tun. Und ich hatte heute eben mal Zeit und deswegen habe ich gleich mal viele Videos aufgenommen. Wer weiß, wie sich das die nächsten paar Tage ändert. Gut. Ja, das waren die ganzen Funktionen. Also ich würde sagen, das ist soweit alles klar geworden. Und das war tatsächlich das letzte Video von SQL. Und ja, weiter geht's dann jetzt mit der Datenhaltung in Java. Ich weiß noch nicht, wann ich die Videos jetzt hochlade, wie gesagt. Aber ja, ihr dürft gespannt sein. Alles klar, dann wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.